Willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ich bin euer Mammut und ja, beim letzten Mal sind wir ja erfolgreich gestorben, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Jetzt dürfen wir nochmal einen Teil dieses Dungeons nochmal neu machen. Und wir haben ja auch dazu gelernt, wir haben gelernt, dass wir hin und wieder abspeichern sollten. Auch wenn es nur hin und wieder ist. So, und jetzt versuchen wir da die beiden nochmal so erfolgreich abzuknallen wie beim letzten Mal. Einmal. Ja, das war voll daneben. Ist ja super. Achtung, sie kommen hierher. Verdammt. Einmal tot. Und nochmal im Kopf. Im Kopf. Wo ist der Kopf? Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Geh weg. Geh weg. Ich bin gar nicht da. Mann, ist der doof. Der ist wirklich doof. Der hat mich doch schon gesehen eigentlich. Komm. Komm her. Ein Controller zielen ist gar nicht so einfach. Finde ich. Los. Und er bleibt doch mal stehen. Ah, shit. Ah, geh sterben. Geh sterben. Nochmal schießen. So. Das mit den Controller zielen, das muss ich mir definitiv noch ein bisschen optimieren oder sowas. Weil das ist noch nicht optimal. Definitiv nicht. Da muss ich noch viel dran arbeiten, bis ich das dann kann. Und weil ich spiele auch sonst so Ego-Shooter sowas grundsätzlich eigentlich immer mit Tastatur und Maus. Und jetzt versuche ich mich hier derzeit mit Skyrim, halt mit dem Controller. Nee, der Bogen ist nicht besser als unsere, was erzählt er denn? Also manchmal ist das auch verkehrt, was die einem da weismachen wollen mit, ja, hier, der ist doch viel besser als das, was du hast. Manchmal kommt das gar nicht hin. Von den Werten alleine schon. Ganz hier rüber? Nein, das ist auch zu viel. Und hier nochmal. Ja, sehr schön. Klappt doch. Ja, in Sachen Schlösser knacken müssen wir uns auch nochmal dran machen. Schleichen wir uns hier nochmal durch, weil ich weiß noch, hier irgendwo erwartet uns ja nochmal so ein Bandit. Gucken wir mal, ob wir den heute mal schön töten können. So mit einem Schuss und tot. Ja, ne, ohne ist ja nichts. Der bestimmt auch nicht. Gucken wir mal. Ist leer, gut. Können wir hier weiter. Hier war das noch nicht. Hier kommt immer noch nichts von der Seite runter. Aber sicher ist sicher. So, ist hier um Ecke? Ich bin der Meinung, er war hier irgendwo. Zücken wir schon mal den Pfeil. Okay, ist noch zu früh. Gut. Dann weiß ich noch, hier war so ein Trank. Ja, ohne die ist leer. Ringe Magica kann man mal mitnehmen. Schade nicht. Und ja, ich weiß, ich sollte mal irgendwann bessere Pfeile verwenden. Aber solange wir noch Pfeile haben, warum soll ich da auf die verzichten? Da muss vielleicht, weil ich mehr Schaden mache oder sowas, aber das gucken wir später nochmal an. Da hinten ist er. Zielen und dann läuft er wieder weg, ne? Läuft er wieder weg. Zielen und tschüss. Und tschüss. Und nochmal. Ah, geh weg. So, warte mal. Ich muss hier mal schnell die Dolche hier anlegen. Ich habe jetzt immer noch nicht. Sag schon. Die Dolche auf die Favoritenliste gesetzt. Aber das kommt noch. Na los, geh sterben. Tod, tot, tot. Tod und Verderben, du musst sterben. Los, geht doch. So. Jetzt hat er hier eine Fackel, nehmen wir mal mit, wozu wir auch immer eine Fackel brauchen können. Den Pfeil nehmen wir natürlich auch wieder mit und ja. Jetzt kurz ins Inventar. Den Bogen auf die Leuchte legen. Und
Nehme ich die Stahlpfeile? Komm, ich nehme die Stahlpfeile. So. Damit dann keiner mehr meckert. Dann... Ach, jetzt habe ich das immer noch nicht draufgelegt. Oh, ich bin ja auch doof. So. Zu Favoriten hinzugefügt. Sehr schön. Dann wollte ich kurz gucken, warum hat er eben hier nicht beides angelegt. So, so. Wieso legt er nicht den zweiten Dolch an? Naja. So, komm, dann legen wir halt erstmal den Bogen an. Hier ist ja wieder das mega schwere Rätsel. Wie war das? Schlange, Schlange und Fisch. Komm, Schlange. Schlange. Nein, Schlange. Und jetzt den Fisch. Fisch. So. Hebel betätigen. Plopp. Dann wechseln wir kurz auf die Dolcher. Eul. Es kommt gleich hier diese kleinen Skifer. Und ja, die wollen wir natürlich auch töten. Wir hören jetzt unsere Schritte und kommen jetzt hoch. Die kommen jetzt hoch. Da. Geh sterben. Stirb! Ich habe auch überlegt, ob wir uns eine Zweihandwaffe aneignen. Einfach, weil wir damit so stärkere Gegner, wie zum Beispiel die Spinne, die wir letztes Mal schon begegnet sind, ein bisschen besser aufs Maul hauen können als mit den Dolchen. Hey, wo bist du? Da. Dämliche Riesenratte. So, dann haben wir hier den Trank, den nehmen wir mit. Das können wir lesen hier. Wir hätten auch damals die anderen Bücher einfach mal lesen können. Das hätte bestimmt nicht geschadet. Taschendiebstahl, ja, passt. Leer. Den Seelenstein wollten wir mitnehmen, genau. Und dann kommen wir, glaube ich, hier bald zu der großen Spinne hin. Hier war ja nichts weiter. Nee. Nur diese Leinentücher und sowas. Ach ja, der Typ, der im Netz gefangen ist, der ja uns nicht so freundlich gesinnt ist, der muss ja gleich auch wieder dran glauben. So, nach der Spinne speichere ich dann ab. So, komm runter. Komm runter. So, stirb, elendig. Autsch. Geh weg. Ich bin vergiftet worden, verdammt. Ich brauche ein Gegengift oder sowas. Ah, Moment, Moment, Moment. Heilung. Zaubertränke. Ausdauer. Kleine Heilung. So. So, es macht aber auch keinen Schaden hier. Warte mal. Den Bogen hier anlegen. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Und Schuss in die Fresse. Ja, es macht mehr Schaden, definitiv. Und nochmal. So. Und das war's mit der Spinne. Mal durchsuchen kurz. Frostbissgift. Ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Okay. Brauchen wir nicht. So, wir speichern hier einmal kurz ab. Nicht, dass wir dann gleich schon wieder sterben. Speichern. Dahin abspeichern. Ja, ist gut. Und dann befreien wir ihn hier mal. So. Und jetzt müssen wir ihn töten. Komm her. Komm her. Komm. Komm her. Komm, 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 komm. Lauf doch nicht weg. Lauf doch nicht weg. Ich bin doch nicht dein Freund. Bam. So, und tot ist er. Da ist er einfach tot gegangen. Das Tagebuch. Das nehmen wir mal mit. Ich weiß ja nicht, ob wir es gebrauchen können. Die Meerschweinchen haben schon wieder eine Unterhaltung, falls man das hört. Das ist schon wieder ganz wichtig, was die sich untereinander zu erzählen haben. Jetzt kommen hier die Skelette. Moment. Oder besser gesagt, die Untoten. Sind ja keine richtigen Skelette. So. Und dann wieder darauf achten, dass ich hier nicht die Dingenstür missbrauche. Beziehungsweise, dass mich diese Tür erwischt, diese Aufschwingtür.
Schleichen verbessert auf 28. Uhu. Da, da wacht einer auf. Einmal getroffen. Nochmal. Und da ist er tot. Wir haben Level Up, yay! So, jetzt kommt hier der nächste Tote, ne? Hier da hinten ist auf jeden Fall einer, das weiß ich. Komm, jetzt hier mal. Schleichangriff, zweifacher Schaden, okay. Hat das ihn jetzt getötet? Verdammt. Ah, shit, geh weg. Geh weg. So. Ich hoffe, das war's. Und was hast du dabei? Gold, mein Stahlpfeil. Ein altes Nordschwert brauchen wir nicht. Was hast du dabei? Gold, Stahlpfeil. Jo, okay. Und der andere? Der hat Gold dabei, einen Granatstein. Ja, vergiss mal, was man mit diesem Edelstein machen kann. So, und wenn wir da drauf gehen, dann kommt die Schwingtür. Dann versuchen wir da mal nicht drauf zu treten. Hat gut geklappt. Shit, wir sind entdeckt. Nee, doch nicht, wir sind wieder versteckt. Okay. Ist da vorne etwa einer tot? Beziehungsweise untot? Schießen wir mal drauf. Ja, Tatsache. So, dann schießen wir nochmal. Geh weg. Wow, was machst du denn? Was machst du denn für ein Punk, Alter, ja? Ich sollte nicht zu weit zurückgehen, dass ich nicht auf die Dings drauf trete. Das wollen wir ja nicht. Zombie erwecken. Ja, das klingt nicht verkehrt. Dann können wir mal so zwischendurch mal einen Zauber benutzen. So, dann... Was wollte ich jetzt? Ich wollte abspeichern, genau. Da auf Platz 10 am Abspeichern, danke. Und... Erstmal nichts weiter. Weiter hier in Deckung gehen. Langsam. Langsam. Nicht, dass hier irgendein Toter erwacht. Der auf jeden Fall nicht. Da hinten vielleicht. Ja, der ist auf jeden Fall uns feindlich gesinnt. Der ist schon mal tot. Ah, wo kommst du denn her? Hallo. Hallo. Autsch. Halt doch mal still. So. Noch ein Schuss. Los. Erstmal der hier. Und nochmal. Tot. Und du kriegst jetzt hier einen Kopf. So. Das hätten wir. Durchsuchen. Not. Alter Notbogen. Den legen wir auf jeden Fall an. Eisenbarren, Gold, Knochenmehl brauchen wir nicht. Wir sind nicht in Minecraft. Alter Nordfall. Machen die jetzt mehr Schaden? Ich weiß nicht. Nimm die mal mit. Gold. Und kurz mal ins Inventar gucken. Der Bogen, der ist ein bisschen besser. Den legen wir auch an. So, machen den hier von den Favoriten gleich wieder weg, sonst komme ich da durcheinander. Stahlpfeil macht 10 Schaden. Alter Nordpfeil macht 10 Schaden. Gut. Wir haben auch nur noch 2 Pfeile. Merkwürdigerweise. Ja, so schnell gehen die Pfeile flöten. Die wertvollen. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja noch ein paar andere. Mit denen können wir vielleicht auch was reißen. So, dann hier die nächste Falle. Einmal kurz abspeichern. Ich weiß ja nicht, wie viel wir aushalten. Also sonst renne ich da einfach immer durch und ist gut. Aber sicher ist sicher. Ja, hat doch super gepasst. Dann gehen wir wieder in Deckung. Und gehen weiter. Na, da kommt der nächste Depp. Einmal und nochmal. Und die Katze hat getroffen. Und wir haben automatisch zu den Eisenfallen geswitcht. Das ist gut, da muss ich die nicht immer hin und her wechseln. Aber wir können jetzt erstmal die anderen Pfeile anlegen hier. Moment, nicht so. Oder? Doch, das war so richtig, okay. Egal, Pumpe. Obwohl, doch, das Schwert, das nehmen wir mit, falls wir mal etwas mehr draufhauen müssen. Objekte, Waffen, Favoriten.
So. Dann wollt ihr noch die Stufe hier einmal so ein bisschen skillen. Wir haben jetzt zweimal Gesundheit, wir nehmen jetzt einmal Ausdauer. Dann gehen wir hier auf Schießkunst. Skillen das hier mal etwas weiter. Moment, das geht nicht. Nächster Rang. Wieso geht das nicht? Ach so, da braucht man 40 Schießkunst und das braucht man 30. Okay. Ja, was skillen wir denn als nächstes hier? Taschendiebstahl, Redekunst, Alchemie. Wiederherstellung. Nee, das ist. Nee. Schmiedekunst vielleicht. Wobei bei Schmiedekunst können wir uns ja keine Bogen craften, ne? Einhändig. Einhandwaffen versuchen sonst. Wir könnten da eigentlich auch mal Schwerter tragen oder sowas. Ja, komm, das nehmen wir. Ist erstmal okay. Hier ist Öl oder sowas und da hinten ist schon der nächste aufgewacht. Shit. Du hast mich nicht entdeckt. Nein, geh weg. Geh weg. So, geht doch. Warum nicht gleich so? So, wir haben hier Gold und sonst nichts. Da kommt der nächste. Hallo. Hallo. Wow. Hallo. Und stirb. So, du hast auch Gold dabei. Nordpfeil passt. Die Axt könnten wir mitnehmen, aber wir haben jetzt erstmal ein Schwert. Der nächste. Die Untoten können mich irgendwie immer entdecken. Schleichen könnte ich mal skillen demnächst. Wenn mal wieder nichts zu skillen ist hier. Notfall passt. Und hier was? Nein, gut. Dann gehen wir hier mal weiter. Mit gespannten Bogen. Goben. Ja, ich habe einen gespannten Goben. Mit unserem alten Nordbogen hier. Habe ich jetzt eigentlich den richtigen Bogen angelegt? Waffen. Alter Nordbogen. Nein, habe ich natürlich nicht. So, jetzt aber. Das sieht doch schon anders aus, der Bogen. Ups. Jetzt habe ich einen Pfeil verschossen. Ach, was soll's. Ah, hier gibt es doch sicherlich noch den einen oder anderen Untoten, der... Ja, genau. Und, wo ist der Kopf? Wo ist der Kopf? Bleib doch mal stehen. Ja, sehr schön. Da war er tot. Sonst noch jemand, der hier wieder auferstehen möchte? Nein, gut. Dann ist das hier meiner. Die Axt kann er behalten. Was haben wir denn hier so drin? Ein Amethyst und ein bisschen Gold. Auch sehr schön. Dann nehmen wir die Axt mit. Wie viel können wir denn noch tragen? Komm, wir nehmen das mit. Können wir zur Not verkaufen. So. Hier geht's nicht weiter, aber hier geht's weiter. Wenn wir hier an den Griff ziehen. So, dann speichern wir kurz ab. Weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben. Und wir haben ja gelernt, lieber einmal mehr speichern. Nicht, dass der Tod einfach mal so da ist. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir gar nicht. Hab ich hier was? Ist hier was? Nee? Gut. Dann gehen wir weiter. Ja. Alles hier schön düster und so. Bloß kein Krach machen beim Laufen. Na gut, wir gehen mal ein bisschen schneller hier. Hier ist ja wirklich nichts. Da ist noch eine Truhe. Was ist hier so? Da ist auch lang. Okay. Gucken wir erstmal in der Truhe. Granatstein, Rolle des Feuerwalds brauchen wir nicht. Und winziger Seelenstein nehmen wir. So, und was ist hier? Außer noch mehr Gang. Vielleicht sollten wir ein bisschen schleichen. Ich weiß ja nicht, was uns hier erwartet. Da hinten ist so ein Viech. Das ist wieder einer von den Untoten. Er hat auf jeden Fall einen Schuss in den Rücken gekriegt und ist tot. Also langsam wird es ja mit dem Schießen hier. Aber nur so langsam. Was ist das? Nichts zum Einsammeln, okay. So, wo ist denn jetzt hier meine Leiche? Da liegt sie.
Das war einer von diesen Auge. Gut. Das brauchen wir nicht. Gehen wir hier erstmal runter. Vielleicht gibt's ja da eine tolle Truhe oder sowas. Jo, tatsächlich eine Truhe. Was ist das hier? Ein Skelett? Kann ich das durchsuchen? Ja. Und wieder was zum Schloss knacken. Yay, geschafft. Das war ja einfacher, als ich gedacht habe. So, Zaubertrank. Onkischer Streitkolben brauchen wir nicht. Pelzhelm brauchen wir auch nicht. Gut, dann wieder her. Und hier geht es dann weiter. Ein bisschen langsamer vorangehen. Ich weiß ja nicht, was uns hier noch erwartet. Da hinten ist schon wieder Licht. Was gibt's jetzt sonst noch? Erstmal keine Gegner. Gut. Muss immer aufpassen, dass ich da nicht versehentlich dann doch den Fall losschicke. In die Ohren kann ich nicht reingucken. Eingang nach links, Eingang nach rechts. Da hinten ist ein Gegner, ich habe ihn gesehen. Kann ich hier durchschießen? Oh, oh, ich bin entdeckt. Ey, ich hab dir voll in die Hose geschossen, ja? Wow! Aua! Geh mal weg hier! So, und noch ein Schuss. Bam! Das musste nicht sein, das war voll daneben. So. So, zwei Pfeile. Also langsam schwinden die Pfeile so dahin. So. Hier ist sonst nichts weiter, glaube ich. Hier ist noch eine Truhe. Können wir noch mal ein bisschen Schloss knacken über. Ups, da ist er abgebrochen. Nein, ein bisschen hier rüber. Nein, noch ein bisschen rüber. So. Oh. Dann noch ein bisschen rüber. Na los, sei brav. Ein braves Schloss. Gut. So, haben wir Gold, winziger Seelenstein, Zaubertrank der Heilung und Eisenpfeile. Gut, und jetzt gehen wir hier durch diese Tür. Und speichern wir da? Nee, da ist ja dann Autosave quasi. Genau, da oben links steht es ja auch schon. So, jetzt aber langsam. Langsam voran hier. Gucken wir. Gucken wir. Nicht, dass uns hier einfach was von hinten angreift. Nee, okay. Ach so, das sind nur ein paar von diesen Beilen. Da können wir einfach so hindurchlaufen, haben wir ja schon mal gemacht. Zack, zack. Autsch. Gut. Jetzt. Ein bisschen aufpassen. Ja, da oben sind Untote und so. Da oben auch nochmal los. Oh shit, sie haben mich gewittert. Na los, geh weg. Verdammt, hat nicht getroffen. Noch einmal tot. Und da ist noch einer. Los! Schieß. Perfekt. Sehr schön. Ich hoffe, das war's hier an Gegnern. Wohl. Nee, ich hoffe es nicht unbedingt. Ich mag die eigentlich abzuschießen. Ich muss es halt nur können und die darf nicht so viel zappeln. Dann kriege ich das auch hin. So, den Pfeil nehme ich mit. So, was ist das hier? Überall so Schimmelpilze in der Luft, diese kleinen Spuren, die man vielleicht auf YouTube jetzt nicht erkennen kann, aber sie sind da. Sind wirklich da. So, dann die Leiche hier oben auch mal looten. So, ist hier noch jemand? Noch jemand da? Nein? Hallo? Hallo? Keiner da? Okay.
Hero Maker? Auch nicht, gut. Dann können wir einfach hier weiter. Bis nach da vorne hin. Und hier sollten wir wieder schleichen. Einmal kurz hier abspeichern. Auf Speicher schon 13. Gut, und jetzt hier ab durch die Eisentür. Hier ist kein Gegner weiter. Stimmt, da hinten ist einfach nur die... diese Tür, wofür wir diese goldene Klaue brauchen. Und zwar müssen wir uns jetzt angucken, was für Symbole auf der Klaue sind. Warte mal, wo haben wir die denn? Schlüssel? Ist das unter Schlüssel? Nee, sonstiges. Da, goldene Klaue. Da haben wir um so eine Art Bär, Fledermaus und eine Eule. Gut. Müssen wir die Dinger drehen. Nee. Bär. Fledermaus wollen wir hier haben. Und hier eine Eule. Nochmal drehen.